Mit Hans-Martin Fricke zeigen wir erstmals einen 16- bis 18-jährigen Bauhäusler am Staatlichen Bauhaus in Weimar. Das ist eine Ausstellung, die exemplarisch die Ausbildung am Bauhaus in Weimar vorführt. Das Interesse für Architektur wird durch die große Bauhausausstellung 1923 geweckt, als Hans-Martin Fricke bei der Einrichtung des Muster- und Experimentalhauses am Horn, heute UNESCO-Weltkulturerbe, eingebunden war. Es war eine große Überraschung für mich, als ich vor fast 20 Jahren die Originalmöbel noch im Familienbesitz finden konnte. Wir haben also nicht nur die Entwurfszeichnung, sondern die Originalmöbel, die ja fast 100 Jahre ihren Dienst getan haben. Also mein Lieblingsobjekt ist dieser Teetisch von Hans-Martin Fricke, den er im Vorfeld seiner Gesellenprüfung erarbeitet hat. Dieser Tisch weist auf die holländische Destailbewegung hin, die in Weimar eben eine ganz große Rolle gespielt hat mit dem Kurs von Theo van Doesburg. Eine besondere Entdeckung im Gesamtkonvolut war ein Skizzenbuch vom Beginn seiner Bauhauszeit 1922-23, der unter anderem auch den Vorkurs von Johannes Itten enthält, darunter die berühmten Rhythmusstudien, die sozusagen die innere Mitte finden sollte, beidhändige Übungen mit Kohle gezeichnet. Und ein besonders schönes Blatt ist also dort zu konstatieren, nämlich eine Figurendarstellung, eine Menschendarstellung als ein großer gezeichneter Rhythmus. Ich finde es gut, dass die Einflüsse der berühmten Lehrer Klee, Kandinsky, Feininger, aber auch Itten mit seinem charismatischen Vorkurs eben nur bedingt zu sehen sind. Dass eben schon ein 16-Jähriger offensichtlich so pädagogisch geführt wird, das eigene in sich zu entdecken und eigene Kreationen zu schaffen. Und ich glaube, das kann man besonders gut in der Ausstellung erleben. Mein Lieblingsobjekt ist eine ganz kleine, bescheidene Zeichnung. Ein Mann mit Apfel oder ein Mensch mit Apfel. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein Selbstbildnis. Und Favorit Nummer zwei, um das Spektrum auch dieses Frühwerk zu charakterisieren, ist eine kleine, in Anführungsstrichen, Architekturausstellung, ein roter Würfel, eine zeichnerische Adaption der vielen Würfelhäuser, Meisterhäuser für Weimar entworfen. Das Besondere dieser Ausstellung ist, dass sie ein Nukleus, ein Fokus des Bauhauses ist. An einer Person können wir Bauhaus Weimar erleben.